Und das habe ich auch nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das dürfte auch in Kapitel 3 sein, beim Thema besondere Kräfte. Durch Meditation auf die Kraft selbst entsteht die Stärke eines Elefanten. Das ist auch sehr schön, genau. Also das wird zum Beispiel in der Yoga-Therapie hergenommen, also ein wichtiges Sutra, ja, Ja. weil es sagt, es geht also nicht darum, über den Elefanten an sich zu meditieren, aber die Kraft des Elefanten. Ja, das heißt, meditierst du über die Kraft des Elefanten, entwickelst du in dir die Kraft des Ja, das Elefanten. kann man gut Ja, vorstellen, also ne? es ist sehr nahe, was man jetzt an ressourcenorientierter Praxis nehmen So würde, die also dass man Psychotherapie, ne? genau, dass man eine Qualität hernimmt, diese Qualität in sich imaginiert, in sich findet, wo die ist, wie sich die anfühlt und sich quasi da meditativ hinein versetzt und damit diese Qualität in sich auch entwickelt. Ja. Dann der Punkt 32, kann das sein, haben die so viele? Ja, ja, Steht ja. 32 da. Durch Meditation auf das Licht im Scheitel entsteht Kontakt mit den vollkommenen Meistern. Da habe ich dann immer ein Problem, wenn dieses Thema aufkommt, Vollkommenheit. Und Ja. natürlich auch die Meister, es sind immer nur Meister, es gibt irgendwie keine Frauen. Ja? Offensichtlich weder im Hinduismus noch im Buddhismus, Da wäre es jetzt aber interessant, wirklich, auch jetzt in der haben wir kein chinesischen Yoga-Sutra da. Philosophie. Ja, also das, Ja. ja, aber jetzt haben wir leider kein Yoga-Sutra da, ich habe auch keins mit, weil jetzt wäre es interessant zu schauen, welches Sutra das ist, also ob nur derjenige, der das übersetzt. Ob das richtig übersetzt ist, meinst du? Ja, weil Licht am Scheitel bin ich mir jetzt nicht sicher. Naja, da oben, ne? Oder was? Ja, Das wird aber gemeint sein. Die. aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil es gibt ein Sutra, wo vom Licht Pragnya die Rede ist und manche setzen das dann eher hierher und manche eher Ach daher. so, da, Also ja, okay. jetzt insofern und vollkommene Meister. Also es kommt mir jetzt so vor, als wäre da schon viel Interpretation von Okay. demjenigen, Na, der das übersetzt hat drinnen. ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieses Wort Vollkommenheit etwas ist, was, was irgend, also mich, ich rede jetzt Ja, von mir, ich weiß nicht, wie ja. es anderen Menschen geht, aber wenn das Thema Vollkommenheit aufkommt, dann denke ich immer, pff, wie soll das gehen? Also ich bin Mensch, also ich kann ja keine Vollkommenheit erreichen. Jetzt einmal im Sinne dieser sogenannten irdischen Existenz. Ja, bin Und ich, was genau sehe ich ist ganz genauso. Vollkommenheit? Ja, Ja. was ist das? Dann wäre ja gar nicht mehr da, bräuchte ja nie wieder kommen, sofern es Karma überhaupt gibt. Ne? Also ist ja auch noch so Ja, ein Thema, ja. nicht die. Also ich sehe es überhaupt so, dass wir ja natürlich Ja. die Freiheit haben, mit diesen Texten, also diese Texte zu interpretieren, ja, und damit frei umzugehen. Ich meine, das ist ein Text aus dem 4. Jahrhundert. Ja. Wird uns jetzt wahrscheinlich auch nicht einfallen, einen Ja. westlichen Text aus dem 4. Jahrhundert Ja. herzunehmen und den genau eins zu eins, also zu versuchen, da Ja, jetzt. der Augustinus wird schon sehr oft Ja, okay, stimmt. hergenommen. Ja, natürlich Ja. gerade unter religiösen Menschen oder man könnte natürlich auch Stimmt sagen, schon, ja. es gibt Leute, die nehmen dann die Yoga oder die haben vielleicht auch wirklich Yoga-Lehrer, ja, die sich halt ganz traditionell verstehen und die das dann auch genauso sehen. Vollkommenheit, jetzt komme ich noch mal zuerst noch mal aufs Wörtliche zurück, ja, weil in diesem dritten Aber die habt Kapitel, da, ich hab da noch zur Vollkommenheit, ja, sehe ich okay, gerade, das genau, kommt sag auf noch, 46, also Paragraph 46, die Vollkommenheit des physischen Körpers umfasst Schönheit, Anmut, Kraft und die Härte eines Diamanten. Ja, bitte, ja, Vollkommenheit. genau, dieses dritte Kapitel heißt ja sozusagen die besonderen Kräfte, Ja. die man durch Yoga erlangt Ja. und diese besonderen Kräfte werden auch Siddhis genannt. Und Siddhi heißt wörtlich vollkommen, fertig Fertig, sozusagen. okay, das Ja, klingt nicht so stressig. naja, ich meine, ich Ja. glaube, das kann man wirklich nicht mehr heute Wort für Wort so Ja. nehmen, weil da geht es auch um Kräfte, wie dass man dann fliegen kann, dass man sich unsichtbar machen Ja. kann, dass man ganz klein oder ganz groß werden kann, dass Also man ein so bisschen leicht magisch, ein wird. bisschen magisch, Ja, ein bisschen ja. magisch, Magisch, genau. Und ja. es ist einfach in der indischen Kultur auch heute noch, gibt es sicher viele Menschen, für die das möglich ist.
Also das ist einfach ein ganz anderes Denken teilweise, ja, oder dass man aus einem Körper rausgeht in einen anderen Körper rein. Das heißt aber nicht, wenn wir jetzt Yoga Sutra lesen, dass wir das genauso übernehmen müssen. Also ich denke, man kann sich die Freiheit nehmen zu sagen, okay, diese und jene Teile des Textes, die sind uns kulturell vielleicht sehr fremd oder stammen aus einer ganz anderen Zeit, während andere Teile des Textes sind so erstaunlich modern, ja, als hätten die schon Freud gekannt, ja, also wo so gesprochen wird über was Gewohnheitsmuster bewirken, was sie für Prägungen hinterlassen, durch welche Art von Verwechslungen wir uns eben in ein psychisches Leid versetzen. Das liest sich wieder so modern und es ist so anwendbar, dass man das durchaus damit arbeiten kann und damit leben kann. Das heißt aber nicht, dass ich alle von den 195 Sutras wortwörtlich so nehmen muss, wie sie da stehen. Ich denke, das ist aber vielleicht wichtig, weil manchmal glauben die Leute, das ist eine heilige spirituelle Tradition und man darf sich dann die Freiheit nicht nehmen, das zu interpretieren. Also so würde ich es auch nicht sehen. Ja, das ist ja auch im Schamanismus so, im Modernen, ne, dass man auch eigene Rituale erfinden kann. Es muss nur stimmen. Ja, es muss bestimmte Grundvoraussetzungen müssen stimmen, aber ich habe auch eine relative Freiheit. Genau, ich bin so nicht würde so komplett gebunden. Ja, ja so würde ich es auch sehen. Ich sehe ja so. Ja. So, da haben wir dann noch im Kapitel 1, das ist das, was war das Kapitel 1 mit der Samadhi, die Erleuchtung. Da steht dann eben 33, also Absatz 3, also Paragraph 33, das wandelbare Wesen wird harmonisiert durch Kultivierung von Empathie, Hilfsbereitschaft, positive Bestätigung, Fehlerfreundlichkeit, das habe ich sehr interessant gefunden, Fehlerfreundlichkeit. Obwohl das ist eine Übersetzung natürlich. Also stimmt das quasi. Das ist genau das Sutra, wo diese vier, die du schon genannt hast, gemeint sind. Ne? Achso, die Maitri, Karuna, Upeksha, Mudita, die werden hier übersetzt als, was ist Empathie, also Mitgefühl. Ne? Ja, das Ende des Leids. Ja. Hilfsbereitschaft, positive Bestätigung, Fehlerfreundlichkeit. Positive Bestätigung, das wäre dann das Mudita, die mit Freude oder Wertschätzung. Und dann in Situationen von Glück, Leid, Erfolg oder Misserfolg. Also Fehlerfreundlichkeit in Situationen von Glück, Leid, Erfolg oder Misserfolg. Genau. Also Fehlerfreundlichkeit wird da in der Übersetzung wird Upeksha und Upeksha heißt so viel wie nochmal Abstand nehmen, einen Schritt zurücktreten. Ja? Das heißt, begegnet einem etwas, was man eigentlich für falsch und schlecht hält oder für kritikwürdig, dann sozusagen ist da Upeksha wäre dann die Haltung, einen Schritt zurückzugehen und nochmal genau hinzuschauen. Also diese Position des Abstands nehmen. Und daraus kann man dann ein Verständnis daraus entwickeln oder in eine Art von Verzeihen kommen oder was auch immer halt dann die angemessene Haltung ist. Ja. Also da wären sozusagen diese vier, die wir vorher schon angesprochen haben, bezogen auf Dinge, die einem begegnen, als mögliche Haltungen gegenüber Situationen, die einem im Leben begegnen können. Naja, die Empathie ist jetzt generell ein Thema bei uns in der Kultur. Ja, genau. Das heißt zum Beispiel, Leid, nimmst du Leid wahr, dann wäre sozusagen eine adäquate Haltung das Mitgefühl. Ja, was machen die Leute? Sie gehen hin und machen ein Foto oder filmen. Oder sie kommen eben in so eine Ablehnungshaltung, ne? Das würde das Yoga Sutra eben genau auch
kritisieren als eine leidbringende Haltung, eine Ablehnungshaltung, ja, in dem Fall. Weil da fehlt dir dann auch die Hilfsbereitschaft. Genau. Ne? Fehlt dir dann genau. auch in das den bringt Menschen, in die Vorurteile hinein. Ja, es ist, ja, es ist sozusagen eine Ablehnung, ja. ohne vorher genau hingeschaut zu haben. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also ich habe mir dann ein paar Stichworte herausgeschrieben, die mittlerweile ja auch jetzt bei uns eigentlich in der Alltagssprache schon auch angekommen sind, zum Beispiel, ich meine, Befreiung sowieso, Reinheit auch, Verhaftungen und Anhaftungen, das hört man mittlerweile ja schon, unabhängig, ob man jetzt buddhistisch oder irgendwie Indologin ist, diese ja. Wörter haben sich bei uns schon ganz Stimmt. stark ja. in die Alltagssprache eingenistet. Die Allwissenheit und die Vollkommenheit. Naja, da sind wir da eh da, wo wir eh schon gerade vorher waren, ne? Mit der Vollkommenheit. Ja, da waren wir schon. Ja. Aber ich kann ja weiterlesen. Dann das wahre Selbst, das Wandelbare, Meditation, also die meisten sehen ja Yoga als Meditationspraxis, ne? Das gehobene Form der Meditation. Ich kann ja so auch meditieren und ins Nornkastel schauen. Ja. Yoga ist schon eine gehobene oder überhaupt eine der höchsten Formen der Meditation? Oder? Ich würde sagen, Meditation kann sozusagen eine Praxis innerhalb des Yoga sein. Ja? Ja. Oder du kannst das Ganze als eine meditative Praxis sehen. Ja? Ja. Aber das Yoga Sutra würde ich sagen, ja, Yoga ist die Ausrichtung der ganzen Aufmerksamkeit auf eine Sache und das ist Meditation. Das ist auch schon sehr lange bei uns in unserem Sprachgebrauch drinnen, Meditation. Ja, wird heute ja. verwendet wie, gehen wir Kaffee trinken. Ne? Also ja, es ist ja. ganz... Ja. Na, ich finde es ja auch total lustig, dass es seit kurzer Zeit in der U-Bahn auch heißt, sind Sie achtsam, oder? Ja. Ist nicht mehr, genau. Passen Sie auf, sondern ja, sind Sie achtsam. Achtsamkeit zum Beispiel auch. Ja. Ja. Gut, Bewusstsein, das ist wieder ein eigenes Thema, das ist auch bei uns in unserer Sprache. Unsere Sprache drinnen, dann das wahre Selbst, Atmen, ne? Also wie wichtig Atmen ist. Ja, ja, das finde ich, also das Atmen finde ich auch ein ganz wichtiges und interessantes Thema, weil da einfach diese indische Praxis, ja. weil das Atmen da so einen zentralen Stellenwert hat und Prana, das ist wirklich ausgearbeitet, Prana und Pranayama, also die Atemübungen, das ist ein ganz reicher Schatz, der da zu heben ist und das ist in der westlichen Tradition. Also es gibt schon solche Dinge, das hat der Karl Bayer hat darüber auch geschrieben, über die hesychastischen Mönche, die so Atempraxen hatten, oder die mönchische Praxis hat das teilweise noch gehabt. Aber sonst ist das nicht so präsent bei uns, die Atempraxis und die Verbindung der Atempraxis zur Psychopraxis sozusagen. Mhm. Ja, also Karma, zum Beispiel das Karma ist ja auch ein Begriff, der von dort kommt, ja, weil kommt auch als, also das ist ein... Ja, das ist alles in diesem so asiatischer Komplex. Ja, also indischer, also Buddhismus, Hinduismus, ja. Möchtest du zum Karma irgendwas sagen? Irgendwo habe ich da auch noch was gelesen, dass man da dann irgendwie das mit dem Karma irgendwas machen kann, mit Yoga. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das steht. Naja, sagen wir so, Karma ist das Konzept der Wiedergeburt. Ne? Also sozusagen das wichtige Grundkonzept im Yoga, und da ist Yoga und Buddhismus gleich, und angeblich ist es auch erst in dieser Anfangszeit von Yoga und Buddhismus entstanden, also es ist kein vedischer Gedanke, das Karma ist in den Veden nicht vorhanden? Nein, das ist eben interessant, ja. Auf jeden Fall, es ist der Gedanke, dass es wichtig ist, aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen, um sich von Leid zu befreien. Also der Kreislauf der Wiedergeburten ist mit Leid verbunden, kann man daraus aussteigen, befreit man sich. Da ist auch dieses Motiv von Anhalten einer Bewegung, um sich von Leid zu befreien.
Ja, aber wie ist das denn? Ich meine, das mit dem Karma hat, weiß ich nicht, wer das schon verstanden hat, ich habe es noch nicht ganz Ja, verstanden. das ist sozusagen die Idee da dahinter, ja, an das kann man glauben oder nicht Ja. glauben, weil Naja, jetzt letztlich. nicht glauben, sondern schon auch die, wie geht es dann technisch vor sich, nicht? Also, Technisch kann man es ganz gut verstehen, ja. weil der Grundgedanke ist der, dass jede Handlung etwas ins Rollen bringt. Also das Bild ist oft, man stößt da eine Kugel an. Und im Weiterrollen löst diese Kugel alles Mögliche weiter aus. Und je heftiger die Bewegung ist, die diese Kugel auslöst, desto mehr involviert sie mich mit hinein oder kommt sie quasi auf mich zurück. Das heißt, ich bin mit den Folgen meiner Handlung immer beschäftigt. Das heißt, je verstrickter ich sozusagen jetzt nochmal mit diesen Worten des Yoga Sutra handle, je mehr Gräben ich aufreiße, desto länger bin ich damit beschäftigt, auch die Folgen meiner Handlung oder bin ich desto länger bin ich Aber das bezieht sich ja konfrontiert. nur auf den negativen Handlungen, weil wenn ich Nein, das, be positive nein das, Handlungen. das, bezieht sich auf, das bezieht sich auf alle Handlungen, auf Aha, na gut, dann positive wäre ja und im Prinzip negative. die beste Methode, nichts zu tun. Ne? Ja, das ist Was eben ist das genau die jetzt so gesehen Frage. in der Na, das könnte sozusagen aber in logisch, konsequent zu Ende chinesischen. Ja. gedacht, hätte das diese Konsequenz, ja, weil eben aus dem Leben aussteigen. Ja, bei den Aus dem Kreislauf Chinesen der sagen, glaube ich, Wiedergeburten Wawai, ausscheiden. ne? Gibt es bei den Nicht tun, Chinesen nicht tun. auch. Ja. Ja. Ja, aber das kann man ja nicht. Wie soll das funktionieren? Ne? Also aussteigen aus diesem Rad, aus diesem karmischen Rad in. Es gibt eine Wie wird sozusagen, das? es gibt eine positive und eine negative Ja. Verstrickung. Das stimmt, ja. Im Yoga Sutra wird die negative Verstrickung vergrößert, Ja. Leid. Die Handlung, die aus der Verstrickung wieder hinausführt, Ja. sozusagen die antileidhafte Handlung, die holt aus dieser karmischen Verstrickung heraus. Ja. Das wird genannt negative und positive Muster, die man erzeugen kann, sozusagen. Und da denkt es eben so psychotherapeutisch direkt. Ja, wenn eine Psychotherapie denkt man ja auch, dass man Leid durch anders gesetzte Handlungen wieder vermeiden kann. Also so denkt Yoga Sutra auch. Also Aber, mal, ist es ein gutes Bild, damit ich damit was anfangen kann, weil wenn ich mit jeder Handlung, jedem Gedanken irgendetwas anstoße, was sich dann fortbewegt, irgendwas wieder woanders hin, wieder was anstoßt, dann komme ich ja quasi niemals heraus. Ja, genau. Ja, also es Und geht nicht. das geht nicht. Ja. Aber genau in dem Sinne, und darum denke ich, kann man diese Idee von Karma, man muss nicht unbedingt an Wiedergeburt glauben, weil sozusagen dieser Grundgedanke funktioniert auch innerhalb eines Lebens. Na, so wie du es da von den Wandlungen ja auch schon gesagt hast, Passiert wenn ja ich alles, kommt verstehe zurück, sagt sozusagen, man. Ne? welche Handlungen habe ich gesetzt und was waren die Folgen davon und welche Handlungen muss ich setzen, um mit den Folgen zurechtzukommen oder um die Folgen wieder gut zu machen Da gibt es unter einen netten Spruch, Umständen. ich glaube, von Otti, wie heißt der Otti, der Der Otto Kabarett. Walkes oder was? Nein, Nein. nicht der Otto, der den Bullen von Tölz gespielt Also, hat, der aha, okay. Wie heißt Ich weiß der? gar nicht, wie der ist. Jetzt fällt er mir nicht ein, aber ich weiß eh jeder, wen ich meine, der hat einen Spruch getätigt, dein Leben wird dein Richter sein. Naja, sie denken das Ja, eh so, ja, ne? Wenn ja. du ein schlechtes Karma hast, hast du eine schlechtere Wiedergeburt. Also Ja, das aber ist durchaus das, was du mitgedacht. vorhin gesagt hast, auch im Leben schon, ne? Genau, also ich denke das im Kommen Leben, die Dinge weil, dann zurück, genau, vieles kommt zurück, schon richtig. während man lebt. Ja. Ja, Also ja. insofern ist das Karma auch jetzt auf das jetzige Leben also hindenkbar oder. Ich persönlich verstehe das so, Ja, ja, weil ja. also meine persönliche Sicht ist, dass ich nicht weiß, was nach dem Tod sein wird und ich weiß nicht, was vor der Geburt war und ich möchte mich da auch nicht festlegen. Und insofern denke ich, man kann das auch, es macht auch Sinn, das innerhalb einer Lebensspanne so zu verstehen, ja. Gut, auf alle Fälle ist es ein sehr spannendes Thema, Yoga und
die Philosophie dazu, die du machst, betreibst und weitergibst. Jetzt würde ich noch gern über Existenzanalyse sprechen und Logotherapie. Ich habe da ein paar Sätze aus diesem Buch herausgeschrieben. Viktor Frankl, ärztliche Seelsorge. Wir werden wahrscheinlich eh viele kennen. Ja, Viktor Frankl ist ja ein Begriff bei den, für die meisten. Weil du bist ja in Ausbildung, Psychotherapeutin, ne? Wann bist du fertig? Mit diesem klinischen Teil bin ich 2020, also 2020 bin ich sozusagen mit der Ausbildung fertig. Mhm. Aber in diesem Supervisionsstatus muss ich noch 2,5 Jahre lang sein. Das ist sehr, also die Psychotherapie ist sehr lang. Also ich habe 2013 mit dem Propädeutikum angefangen, das heißt insgesamt wird das 9 Jahre gedauert haben. Ja, diese Psychotherapieausbildungen sind sehr aufwendig. Es gibt ein sehr strenges Psychotherapiegesetz, das sehr aufwendige Ausbildungen verlangt. Ja, auf der anderen Seite nicht schlecht. Ne? Nein, ich muss sagen, ich habe wirklich auch sehr viel neue Einsichten gewonnen durch diese Psychotherapieausbildung. Mhm. Vorher aber noch kurz die Frage, du hast Philosophie studiert, was fasziniert dich an der Philosophie? Wieso hast du dich für Philosophie entschieden? Du hättest ja können Jura studieren oder Medizin oder sonst was. Also mich hat die Philosophie schon in der Schule sehr angezogen. Okay. Ich finde diese direkte Übersetzung Liebe zur Weisheit sehr schön. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich eine Art hingezogen sein, also den Wunsch, sich der Weisheit zu nähern, Dinge zu verstehen, Dinge zu hinterfragen und sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Verstehe ich. Hat mich schon immer angesprochen. Ja. War eine gute Entscheidung, das zu studieren. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Die Logotherapie und Existenzanalyse ist ja bekannt durch die paradoxe Intervention. Intervention. Aber es ist im Prinzip eigentlich. Es ist eine Interventionsform schon, aber es ist nur eine Interventionsform. Wie meinst du? In der Existenzanalyse. Es ist eine Möglichkeit einer Intervention. Ach so, ja. Aber die finde ich besonders spannend. Nur mal zur Anschauung, falls das jemand noch nicht weiß. Wie man, wenn Menschen krank sind, jetzt entweder körperlich oder psychisch krank, dann kann man dieser Person jetzt als Beispiel sagen, also eine Frau, die ständig Todesangst hatte, wird folgender Satz empfohlen, den soll sie sich selber sagen: Von nun an wird mindestens 3-mal täglich an einem Herzschlag gestorben. Ja, also, oder irgendwas anderes. Das habe ich irgendwie ganz interessant gefunden, diese Paradoxen. Ja, also ein anderes Beispiel, das auch der Frankl selber gebracht hat, wenn jemand Schlafstörungen hat, also dieses Nicht-Einschlafen-Können, weil man so Angst davor hat, nicht schlafen zu können, sich dann sozusagen vorzunehmen, dass man nicht schlafen will. Und um sozusagen diese Erwartungsangst um der entgegenzutreten. Ne? Mhm. Oder Lampenfieber, Menschen, die sehr stark Lampenfieber haben, sich vorzunehmen, dass man Angst haben wird, wenn man auftritt. Die Erwartungsangst wegzunehmen. Mhm. Also das ist eine mögliche Interventionsform, aber man muss natürlich aufpassen, weil also gerade bei Todesangst oder bei großen Angstformen, das kann auch sein, dass das nicht unbedingt die angesagte Intervention ist, sondern dass was anderes da gefragt wird. Aber es ist eine mögliche Form. Ich glaube, da braucht man schon einen gewissen Selbsthumor für sowas. Ja? Man braucht eine gewisse Form von Selbstdistanzierung. Ja, genau. Wir haben ja vorher auch schon von Zurücktreten und Abstand und Gelassenheit gesprochen.
Und das gibt es beim Frankl auch, dieses Motiv der Selbstdistanzierung. Ja. Das heißt, einen Schritt zurücktreten zu können. Humor ist ja auch so eine Art Selbstdistanzierung. Ein bisschen zurücktreten zu können. Und gerade Gelassenheit ist auch für den Frankl ein Thema. Ja. Braucht man immer wieder. Aber wird natürlich nicht für jeden Menschen, der in Angst ist. Ich denke, muss man immer aufpassen, man kann das nicht als eine generelle Empfehlung geben. Nein, ich habe es faszinierend gefunden. Ja. So, in der Logotherapie geht es um den Willen zum Sinn und zur Selbsttranszendenz. Genau, da haben wir es eh schon, die Selbsttranszendenz, auch die Selbstdistanzierung, die Selbsttranszendenz. Mhm. Und auch den Sinn, ja? Ja, welchen Sinn hat das alles? Das war ja ein wichtiges Motiv für den Frankl, sich von der Psychoanalyse zu entfernen, ja, weil er in der Psychoanalyse zu stark die Betonung der Getriebenheit und des Ausgeliefertseins an den Trieb sozusagen gesehen hat und die Sinn- und Wertorientierung, also er hat das Bild gebracht, eben das Getriebensein ist das Angeschobensein und die Sinn- und Wertorientierung ist ein zu etwas hingezogen sein, das hat er da als zu unterbelichtet gesehen. Also das hat ihm gefehlt und seine therapeutische Ausrichtung orientiert sich sehr stark an dieser Frage, an der Ausrichtung, was ist mir eigentlich wichtig, was ist mir wertvoll, wo möchte ich hin. Also man sagt dann auch, wenn starke Gefühle da sind, ist es auch dann wichtig zu fragen, welcher Wert steht dahinter. Also oft, wenn starke Gefühle aufkommen, dann sind es solche, die einen Wert schützen. Ja. Und dann ist es zu fragen, was will ich schützen mit meiner Wut oder mit meinem Zorn oder mit meiner Angst? Welcher Wert oder welcher Sinn verbirgt sich da dahinter? Und das ist es also in der Logotherapie und auch in der Existenzanalyse wichtig aufzudecken. Hast du dir dieses Thema Logotherapie und Existenzanalyse extra ausgesucht oder gehört es zur Ausbildung dazu, dass man das machen muss? Ich weiß das nämlich nicht. Wenn man eine Psychotherapie-Ausbildung macht, meinst du, wenn man eine Psychotherapie-Ausbildung macht, macht man zuerst so ein allgemeines Propädeutikum, wo man ganz allgemeine Dinge hat, wie Psychologie, Psychiatrie, Grundlagen, Statistik, was weiß ich, was alles Mögliche. Und man lernt auch die psychotherapeutischen Schulen kennen, die in Österreich anerkannt sind. Und davon ist die Existenzanalyse eine und die habe ich mir dann ausgesucht. Aha, okay. Das wollte ich wissen. Und jetzt mache ich aber die Ausbildung im Fachspezifikum Existenzanalyse. Was auch wieder immer wieder neben der Sinnfrage, die sich immer wieder Menschen auch stellen, ein wichtiger Punkt ist in der Existenzanalyse, ohne fixen Punkt in der Zukunft jedoch vermag der Mensch nicht eigentlich zu existieren. Ja, ohne fixen Punkt in der Zukunft, das heißt, immer wieder Ziele vor Augen haben, die müssen ja nicht riesig sein, aber Ziele brauchen wir. Ja, und das finde ich ganz ein wichtiger Satz. Was sagst du dazu? Ja, wahrscheinlich würde das ja auch nicht nur die Existenzanalyse so sehen, aber dieses eine Perspektive haben können, ist natürlich für jeden Menschen enorm wichtig. Also in dem Moment, wo man keine Perspektive mehr hat, ist man eigentlich schon sehr verzweifelt. Genau. Also man kann durchaus auch daran erkennen, wenn jemand perspektivenlos ist, ist er eigentlich schon in einem schlechten Zustand. Im Grunde ist jeder Mensch, der in gewisser Weise noch gut in sich da ist, hat einen Blick in die Zukunft oder hat eine Perspektive. Und wie du sagst, und auch wenn das kleine Schritte sind oder wenn das überschaubare Dinge sind. Ja, was ja auch, ich habe es nur willkürlich herausgenommen, die mir halt gerade gefallen haben. Da steht, er hat den Hebel zitiert, dass das Leben ist nicht etwas, es ist immer nur die Gelegenheit zu etwas. Die Gelegenheit, ja, das ist vielleicht damit diese Sicht gemeint, diese
diese offene Sicht auf das Leben, die in der Existenzanalyse da ist. Wir finden uns quasi im Leben wie in einem Art Raum, auf den wir offen sind. Also wir sind auf die Welt offen und haben viele Möglichkeiten, finden da viele Möglichkeiten vor, das Leben zu gestalten, was durchaus auch einschließt beim Frankl, dass es misslingen kann. Ja, also es gibt ein gelungenes Leben auch passieren kann. Ja, das, ja. Also es gibt durchaus sozusagen etwas wie ein gelungenes oder ein nicht gelungenes Leben. Und das ist, das heißt, wir haben die Möglichkeit, oder wir haben nicht nur die Möglichkeit, sondern nach Frankl sind wir dazu aufgerufen, also Frankl sagt auch, das Leben fragt uns an. Mhm. Nach Frankl sind wir dazu aufgerufen, ein sinnvolles Leben zu leben. Mhm. Also ein verantwortungsvolles, dazu gehört eben das Verantwortungsvolle und das Sinnvolle gehört dabei beim Frankl zusammen. Also das ist eben dieser berühmte Satz von Frankl, der mir auch sehr gefallen hat, dieses Angefragtsein vom Leben. Mhm. Ja, aber ich muss diese Dinge auch irgendwie wissen. Ja? Also was bei diesen Vorstellungen über das Leben ja immer wieder fehlt, ist, je mehr ich natürlich weiß, je früher ich die Dinge weiß, wie ich etwas gestalten kann oder dass ich habe einen Gestaltungsrahmen oder Möglichkeiten habe, desto leichter tue ich mir ja. Das haben wir eh schon vorher besprochen. Ja. Woher nehmen wir dieses Wissen, wenn es uns quasi nicht sogenannt schicksalhaft gegeben wurde, indem wir eben in die richtige Sozietät hineingeboren wären, wo uns das leicht gestaltet, also leichter fällt, weil einfach die Gestaltungsmöglichkeiten durch das Wissen schon vorhanden ist. Das ist irgendwie so die Schicksalsfrage, nicht? Also, ja. Also, weil darf ich das vorlesen, Thema Schicksal. Das Schicksal, das ein Mensch erleidet, hat also erstens den Sinn, gestaltet zu werden. Mhm. Womöglich, ne, steht dann in Bindestrich. Und zweitens getragen zu werden, wenn nötig. Mhm. Ja. Mhm. Andererseits dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass der Mensch auf der Hut sein muss davor, nicht zu früh die Waffen zu strecken, nicht zu früh einen Tatbestand als schicksalhaft anzuerkennen und sich vor einem bloß vermeintlichen Schicksal zu beugen. Wenn ich jetzt aber sehr religiös bin, und das sind ja viele Menschen, die sagen, das ist Schicksal. Gott hat mir dieses Schicksal gegeben. Da habe ich aber nicht mehr viel Gestaltungskraft. Also der Kant selber war ja auch recht religiös. Ne? Ja, aber dann hat er, wieso schreibt er das? Ja, also die eben diese Trotzmacht des Geistes, wie genau, Frankl Trotzmacht des Geistes, das auch nennt, ja. Dass man einerseits eben angefragt ist vom Leben oder durch das Leben hineingeworfen ist in verschiedenste, auch schwierige Situationen. Ja. Das ist sozusagen die eine Seite. Aber dass man als Person und als Individuum immer noch die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und damit in einen Umgang zu kommen, das ist für Frankl nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe, die einem auch das Leben stellt. Ja, ich bin jetzt nicht dagegen. Es ist für mich trotzdem immer wieder die Frage, jetzt, wir hatten ja, das war glaube ich jetzt vor 15 oder 20, 15 Jahren, ist ja die Frage extrem virulent gewesen unter den Geisteswissenschaftlerinnen, ist unser Leben determiniert oder nicht? Ja, ja. Da gibt es ja einen Flügel, die sagen, es ist alles bestimmt, also quasi vorherbestimmt. Durch die Biologie durch irgendwelche Schicksalsmächte oder meinst du, es werden unterschiedliche Ansätze wir haben der Vorherbestimmung viel, sagen, sozusagen. Ne? Ja, also die Existenzanalyse würde sagen, da ist beides. Ja, also es gibt eine ganze Menge und das ist, glaube ich, auch das gängige Modell, sozusagen das Biopsychosozio-Modell. Mhm. Eine ganze Menge bringen wir mit durch die Anlagen, die wir mitbringen. Und wir sind natürlich entfaltungsfähig.
Also wir sind natürlich auch dieser Same, denn der Rogers sieht das hauptsächlich so, ja. Wir sind natürlich auch dieser Same, der wachsen und sich entfalten kann. Und es gibt ein unheimliches Potenzial, das wir jeder als Person schon mitbringen. Und wenn es nicht allzu schief geht im Leben, gibt es immer noch viele Möglichkeiten, dass sich dieser Same entfalten kann. Und gibt es immer noch viele Anfragen des Lebens, zu gestalten, zu wachsen. Also Prinzip Hoffnung. Ja, natürlich gibt es aber natürlich schon die Schicksale und die Momente, wo Menschen sehr viel in den Weg gelegt wird. Und diese Menschen haben es natürlich schwerer. Und der Frankl selber ist natürlich dieses sehr beeindruckende Beispiel, dass er selbst durch diese Zeit im Konzentrationslager sich nicht gebeugt hat. Ja. Sondern diese ganze Zeit hindurch, und das ist ja wirklich dieses beeindruckende Buch, dieses Trotzdem Ja zum Leben sagen, wo er seine Zeit im Konzentrationslager beschreibt, wo er versucht, selbst in dieser Situation noch seine Einstellung und seine Haltung zu leben. Mhm. Also er hatte angeblich nachher noch immer genug Schuldgefühle, dass er es nicht gut genug und nicht durchgängig genug gemacht hat. Aber er hat es versucht, und das hat ihn natürlich dann dazu angetrieben, das dann in seinen Entwurf der Logotherapie mit hineinzugeben. Und das war für ihn diese Erfahrung, ich würde sagen, dieser Selbstwirksamkeit und Selbstmächtigkeit, die er sich da doch noch erhalten konnte. Und das finde ich, da finde ich es sehr, sehr inspirierend und sehr... Ja, unbedingt, ja. Ich wüsste nicht, wie ich in dieser Situation reagieren würde und ob ich diese Kraft hätte. Aber von ihm kommt es halt wirklich sehr glaubhaft. Ja, es ist einfach aufbauend und ermutigend. Ja. Und er gibt Mut. Ja. Ja. Und da, wo Menschen halt schon mit so extrem schwierigen Verhältnissen vielleicht in der Kindheit konfrontiert sind und dann vielleicht noch irgendwelche posttraumatischen Störungen mitnehmen, da denke ich, ist es dann die Aufgabe derer, die solchen Menschen und Kindern helfen können. Und drum finde ich Psychotherapie auch so unglaublich wertvoll, ganz konkret, den Menschen zu helfen, da wieder Möglichkeiten zu finden, in diese Gestaltungsmöglichkeit ihres Lebens zurückzufinden. Weil das Potenzial, glaube ich, ist in jedem da. Ja, da habe ich dann noch zwei Sachen, die... Im Hinduismus, ich weiß nicht genau, ob es jetzt stimmt, hat der Hinduismus hat 23 Begriffe für Ewigkeit. Ich meine, Ewigkeit ist ja auch so ein Thema. Ja, das ist ja jetzt nicht nur im Hinduismus so, sondern bei uns ja auch. Nicht? Also über Ewigkeit denkt man schon gelegentlich nach. Und da finde ich, habe jetzt einen netten Satz gefunden von Woody Allen, wie immer man zu ihm steht. Er hat einfach gesagt, die Ewigkeit dauert verdammt lange, besonders gegen Schluss. Mir ist witzigerweise dazu ein anderes Zitat eingefallen. Ich habe unlängst gelesen von Philippe Lanceau, heißt das, glaube ich. Das ist dieser Journalist, der den Anschlag auf Charlie Hebdo überlebt hat. Und der hat nämlich so ein Gegenzitat, der schrieb, die Ewigkeit dauert verdammt kurz, aber sie hinterlässt einen Schatten von Weisheit. Und das hat mir so gefallen als Zitat, weil er sozusagen diese extremen Ausnahmesituationen, durch die er durchgegangen ist, da waren so Momente von totaler Ewigkeit, so habe ich das verstanden, wo einerseits das Schreckliche, aber gleichzeitig auch so etwas wie sich eine ganz große Weisheit öffnet oder ein ganz tiefer Einblick in etwas. Aber diese Art von Ewigkeit war dann auch schnell wieder vorbei und hat sozusagen so einen Schatten von Weisheit hinterlassen. Das finde ich ein ganz interessantes Gegenzitat, oder? Ja. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Ja.